Willkommen zu Part 2 meines Half-Life 2 Let's Plays. Das letzte Mal haben wir die Stadt erstmalig betreten, haben Kontakt zum Widerstand aufgebaut, haben Teleporttechnologie erforscht. Wir wurden zunächst relativ sinnlos durch die Stadt geschickt, beziehungsweise ziellos. War allerdings relativ linear, von daher haben wir es auch nicht wirklich verlaufen. Wurden dann von Alex gerettet. Und ja, Alex wurde dann weiter teleportiert und wir konnten nicht weiter teleportiert werden und müssen demnach jetzt zu Fuß den Weg finden. Cool. Sehr schön. Ach nö, nicht Manhacks. Manhacks ist der Part von Half-Life 1, Half-Life 2, den ich in Half-Life 1 nicht vermisst habe. Mal etwas weiter weglaufen und nicht die ganze Zeit unter Beschuss stehen. Keep going, friend. That station was raided, but there's others up ahead. Alles klar. I'm gonna stay here in case any others come through. Ja, hoffentlich. Aber es sah gerade nicht so aus. Der Widerstand wird langsam ausgerottet. Ich will zum Springen doch jetzt. Nein, ihr sollt nicht auf mich schießen. Ich mag das nicht. Kisten mit den weißen, mit den gelben Etiketten drauf sind Hilfskisten. Da kann Krams drin sein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Eieiei. Die haben mich aber lieb. Schenken mir Fässer. Ich bin gerade etwas verschleimt mit der Stimme. Es tut mir leid, aber ich möchte weiterspielen und aufnehmen. Hallo, du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Ja, machen wir weiter. Ja. Okay, die Waffen hier sind scheinbar etwas ineffektiver. Sieben Schuss brauche ich für so einen Barnacle. In Half-Life 2, 1 brauchte ich meine vier Schuss dafür.
Na gut, man kann es natürlich auch mit weniger Schuss schaffen, ne? Guck mal, ein Achievement gab das sogar. Sehr schön. Jetzt sind alle weg. Dann können wir uns noch eben hier ausrüsten. Den HP wieder dazu. Ups. F6 noch Autosave. Mal gucken. Ja. Nein, ich möchte nicht gesprengt werden. Es tut mir leid. Wow. Lass doch die Fässer von mir weg. Oh. Ja, selber in die Luft springen dürfte ich gerne. Da habe ich gar nichts gegen. Das passt schon. Da habe ich mich nicht so. Wenn euch das Spaß macht, immer gerne. Au. Dass man auch schneller ist, wenn man hüpft, ist auch wieder eine schöne Sache eigentlich. So. Nächster Ladescreen. Ah, guck mal. Ist noch nicht direkt ein Physikrätsel, aber doch irgendwie schon. Ach, jetzt hat das Springen nicht funktioniert. Aber ich kann mir natürlich noch etwas helfen. Indem ich da noch ein paar Steinchen mit drauflege, wa? Na komm her, Steinchen. Nein. Falls ihr die Hunde hört, irgendwie ist draußen direkt, also draußen an der Straße ist ein Edeka und da werden die Hunde vorher angebunden und die jaulen dann manchmal rum. Und singen dann. Quasi. Manche Hunde heulen dann rum. Nein, Herrchen, warum setzt du mich hier aus? Ich weiß nicht, ob man es im Video oder jetzt in der Aufnahme hört, aber draußen jaulen so ein bis zwei Hunde gerade rum, klagen ihr Leid. Oh oh. Nein, geht weg, geht weg. Ich renn schneller, als ihr fliegt. Lass mich in Ruhe. Fuck, 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 fuck. Deckung. Oh, fuck, fuck, fuck. Das gefällt mir nicht. Nein. So viel Schaden macht der gar nicht, aber ich stehe trotzdem nicht so darauf, angeschossen zu werden. Wenn er hilflich gewesen wäre, hätte ich gerade noch bringen können, dass ich gerade geblitzt wurde, weil ich zu schnell gerannt bin, aber guck mal, da haben wir auch wieder ein Lambda-Symbol. Also dem Achievement ein Stückchen näher. Also ich werde alle, die ich sehe, natürlich besuchen. Ob ich dann alle gesehen habe am Ende, wird sich zeigen. Ich habe Half-Life 2 auch schon mal durchgespielt. Allerdings gab es da dann scheinbar noch keine Achievements für. Und meine Spielzeit wurde in Steam da auch noch nicht getrackt. Das haben wir da irgendwann erst später angefangen. Demnach habe ich auch in CS 1.6 und in CSS relativ geringe Spielzeiten. Oh, 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 oh. Nee, ich möchte nochmal hier Barnacle Explosion spielen. Guten Appetit. Da unten sind nochmal 4. Dann holen wir uns doch das andere Fass auch nochmal her. Barnacles sprengen, das ist doch Volkssport Nummer 1. Sollte es zumindest sein. Ich meine, ich finde das ja unterhaltsam und kommt mir jetzt nicht mit Tierschutz. Und da gehen sie alle weg. So, Taschenlampe ist schon wieder leer. Da geht es nicht weiter. Taschenlampe ist schon wieder fast voll oder halb voll zumindest. Nochmal. Haben wir noch ein Fass? Nee. Fürs letzte haben wir kein Fass. Schade, ein Fass fehlt mir noch. Ah, Müll aufsammeln können sie auch. Na gut, lassen sie uns zumindest in Ruhe. Werden aber leider nicht gesprengt. Das ist natürlich ein Manko.
Aber so, weiter geht's. Jetzt haben wir den Part geschafft, wo wir gerade nicht rüberkamen. Und jetzt sind wir von dem Heli, denke ich mal, sicher. Ups, es klingelt an der Tür. Moment. Ein kleines Päckchen für den Mitbewohner. So. Ups, da werden wieder Fotos von uns gemacht. Das wollen wir nicht. Weiter geht's. Ladescreen, yay. So, da ist eine Sackgasse, da auch. Oh, ich glaube, das war die Stelle, wo die Manhacks gleich kommen. Wenn ich mich recht erinnere. Wollen wir mal schauen. Die wurden ja gerade schon mal angekündigt. Oh. Be glad you're not the guy they're looking for. Poor bastard doesn't stand a chance. Sounds like they're calling in every CP unit in City 17. Ich glaube, ich bin der Bastard, den die suchen, aber. Na gut, ich bin dann halt ein Fuhrbastard. Ah, ja, sick late. Und da sind sie, die Manhacks. Ich wollte noch nicht runter, ich wollte noch eben auf die andere Seite, da war noch Energie zumindest. Ach, ich bin auch gerade nicht in der Lage, da rüber zu balancieren. Ja, man kann springen, na gut. Die wollte ich haben. Aber mehr gibt's hier nicht. So, das sind so die fiesen kleinen Manhacks. Dann wollen wir mal weiter Manhacks bekämpfen, ne? Juhu. Nervige Viecher. Dankeschön. Ja, ich bin der pure Bastard, den sie suchen. Wie schön. Au. So, weg mit den Man. Ups, das war. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, das war... Ich hätte noch weiter rennen sollen. Aber wir haben ja unseren tollen Anzug. Der rettet uns doch vor einigem Schaden. Ich dachte, das wäre gerade ein Gang gewesen. Der wird uns vor Schlimmerem bewahren. Nee, liegt nichts hinter. Hätte ja sein können. Guck, da haben wir schon wieder ein neues Leben, das wir sammeln können. So. Au. Oh, ein Schacht. Wir mögen Lüftungsschächte. Das ist ja auch wahrscheinlich irgendein Fetisch. Ah! Okay, jetzt kann man sich natürlich streiten. Was hätte ich lieber in den Lüftungsschächten? Headcrabs oder Manhunts? Hm. Oh, hier geht's nicht weiter. Das war nur ein kleines Secret scheinbar, hä? Cool. Ja, sehr schön. Haben wir wieder 45 Energie. Das ist doch, das lassen wir uns gefallen, wa? So, hopp. Hey, weg mit dir. Wir kamen von... Oh, dann geht's hier weiter. Sehr gut. Der hat doch schon jetzt ein MG dabei. Krieg ich jetzt ein MG? Oh ja. Wie schön. Wobei ich das mit den Headshots auch schön effizient fand. Aber nun gut. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Da vorne ist ein Durchgang. Hupdi-dupdi-du. Augspower, Oxygen, ja. Ach, Augspower und Oxygen ist das gleiche, interessant. Na gut.
Je mehr wir Taschenlampe benutzen, desto weniger Luft haben wir unter Wasser. Klingt plausibel. Aua. Ich bin scheu. Komm's. So. Wollen wir mal hier rausrennen und dann wahrscheinlich übers Rohr zurück, wa? Aua. So, au. Lass mich in Ruhe. Ah, nicht mehr so viel Munition. Ja, sehen wir doch, dass du da auf uns wartest, ne? So. Ah, guck mal, da können wir wieder eine Runde Barnacle-Springen spielen. Das ist doch schön. Und. Ach, jetzt kommen wir nicht zugucken, du blöder Manhack. So, weg mit dir. Ah, guck mal, da wollen wir noch wieder runter. So, Achievement Part, los. Ja, sehr schön. Dann geht's hier weiter, na gut. Da ist eine Leiter, da geht's hoch und. Hopsasa. Ah, ich wollte euch damit sprengen, nicht mich. Ja, komm. Eieiei. Hier. Ist aber auch eine interessante Methode. Leute mit Sprengfässern gezielt zu springen als Civil. Oh fuck. Boah. Das war knapp. Da habe ich ein bisschen nicht aufgepasst gerade. Manhex, wenn man drüber nachdenkt, ist das zwar ein passender Name, aber wenn er sich das ausgedacht hat oder die Dinger erschaffen hat, das ist auch ein fieser Sadist. Hä? Aber ja, immerhin. Es war schön, dass der Civil Service Leute mit solchen Methoden jagt. Ein bisschen Neusprechgedöns. Upsasa. Oh oh. Ja! Sehr schön, die meisten sind explodiert. Das hilft uns doch. Einen kriegst du noch. Ah, das war gut getimt mit den ganzen Fässern. Das hat uns doch sehr geholfen. Leben. So, wo geht's weiter? Mal gucken, liegt hier noch was? Nein. Wir müssen wahrscheinlich dann nach unten, wa? Aber da passen wir, da kann man nicht hoch, oder kam? Wo kann man jetzt? Heieiei. Ich glaube, wir kamen von oben, ne? Genau. Ups. Da können wir drauf springen. Oh, da wurde uns doch von der Map geholfen. Da war ein Ausstiegspunkt für die Treppe scheinbar. Na gut. So. Hier können wir runter. Was auch alles für Versorgungs... Kisten überall in den Kanalisationen rumliegen. Wenn man das mal irgendwie versucht aufs Real Life zu übertragen. Irgendwelche Junkie-Spritzen oder was könnten da so rumschwimmen. Ob man davon jetzt gesünder wird. Aber gut.
Das richtet wahrscheinlich unser Anzug. Da müssen wir da ist ein Rad, da müssen wir hin, aber das haben wir gerade wieder versagt. Versuchen wir das Ganze doch nochmal. Achso, okay. So. Da drauf, dann auf das Weiße. Dann da vorne auf die Weißen. So. Und der Wasserpegel steigt. Jetzt kommt mal andere Seite wahrscheinlich in das Rohr da rein, wa? Sieht auch gut aus. Jetzt ist das da drunter geflutet, das Wasser steigt. Sehr gut. Ups, das war, wir kriegen Besuch, aber ich ignoriere das Ding ganz einfach und ganz frech mal eben. Und schwimme auf die andere Seite. So, eben nach oben. Hier kommt man nicht hoch, aber man sieht schon, unten sind Planken, die man zerstören kann. Und dann kommen die Kisten hoch. Ups, das war. Und hoch. Hoch, hoch, hoch. Ah! Ich krieg doch keine Luft. Aber den Schaden, den man kriegt durchs Ersticken, kriegt man auch direkt wieder gut geschrieben hinterher, wenn man wieder Luft kriegt. Das haben wir in Half-Life 1 ja schon mal bemerkt. Ich bin gerade nicht in der Lage, da hochzuklettern, oder was? Warum schaffe ich denn jetzt den Sprung nicht? Okay. Hey! Na, komm rüber mit dir. Ich will dich gerade schieben. Ich will gerade nicht auf dich draufklettern. Ich will dich da näher dran haben. So. Geht doch. Sehr gut. Ah, wir sehen schon wieder ein bisschen Tageslicht. Hier gibt es sonst nichts mehr, außer Paparazzis. Ah, ich sehe nichts. So, weg mit dem Ding. Ja, aber meine Verfolger wissen dann sicherlich weiterhin, wo ich bin. In welche Richtung müssen wir jetzt? Oh, geh mal hier lang. Da sind gerade keine Gegner. Dafür ist ja eine Sackgasse angenehm. Dann müssen wir wohl in die andere Richtung. Ist nicht. Lass mich in Ruhe. Hast du gerade Angst vor deinen eigenen Manhex? Apropos Manhex, wo ist er denn? Ah! Festgebackt. Ja, haben wir kein Problem mit, oder? Geht's da noch irgendwie weiter? Nee, da ist Sackgasse. Ups, das war. So. Mal hier gucken. Mal wieder lustige Barnacles. Ah. Ein Schlag mit der Crowbar reicht wieder, wie in Half-Life 1 auch. Na gut. Na, guck mal, da haben wir wieder ein Lambda-Symbol. Müssen wir wahrscheinlich hier oben drüber klettern, wa? Das sieht doch schön widerstandsmäßig organisiert aus. Und da haben wir das nächste Versteck gefunden. Ein Neuntel haben wir schon. Ich möchte aber trotzdem den ganzen Weg nochmal unten lang gehen. Nicht, dass da noch irgendwas Tolles liegt, was wir nicht gesehen haben. Okay, es ist mal wieder ein Versteck, das sowieso auf dem Weg liegt, dass man gar nicht wirklich, gar nicht eigentlich nicht gehen kann, weil wir da drüber müssen. Na gut. Also noch schubst uns die Story in so hier das zweite Lambda-Ding selber rein. Wir müssen gar nicht aufpassen, die zu finden. Aber ich glaube, das wird sich noch ändern. Na, guck mal, das hier ist auch schon eins. Aber ist hier, ich sehe kein Lambda-Symbol dafür. Ah, das war auch ein verstecktes. Ein bisschen versteckte Munition, wa? Oh,
Ich krieg ja hier Schaden. Aua. Ja, also das typische städtische Kanalisationsniveau ist natürlich auch hochradioaktiv. Ich bin gerade etwas irritiert, dass es da hier kein Nanda-Symbol an diesem Versteck gab. Das, also sind scheinbar nicht alle Verstecke auch ausgeschildert, sag ich mal. Das ist ja gut zu wissen. Na, guck mal. Die ersten Headcrabs. Interessant. Kann man die eben aufsammeln? Nee. Ich habe jetzt aber keinen großen Unterschied zwischen dem Model, zwischen Lamar und denen jetzt gesehen. We got word you were coming. You got here at a bad time. Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. Better get going, go. Black Mesa East ist unser Ziel. Ja, klingt ja schön. Aber mir wurde gerade schon ein Airboat zugesichert. Das gefällt mir. Gordon Freeman und 31 anderen Leuten gefällt dies. Oh fuck. Eine neue Methode, Headcrabs auszuliefern. Wie schön. Komm, Freeman-Style. So. Sonst noch irgendwas Schönes hier? Health Packs, irgendwas? Nein. Ups. Die verbuddeln sich schon im Boden, wa? Aber die mögen auch, also wenn die sich in diesem Boden verkriechen, dann hatte ich mit der Theorie ja doch etwas recht. Sie mögen Radioaktivität. Oh, oh. Der lässt es sich schmecken. Hirne. So. Ah, da buddeln sie sich wieder aus. Hahaha, erwischt. Aua. Aber hier brauchen die nur einen Schlag mit der Crowbar. Ich meine, dass sie in Half-Life 1 zwei Schläge gebraucht haben. Aua. Dafür brauchen die jetzt etwas mehr. Der Geiger-Zähler spielt verrückt. Wie beruhigend. Oh oh. Au. Steht alles hier etwas unter Strom. Die brauchen 5 Schläge. Hier dürfen wir die Wände wohl nicht berühren. Okay. Ah, 5 Schüsse mit der Pistole oder 5 Schläge mit der Crowbar. Ah, da kriegen wir unser Airboat. Wird gerade mal eben für uns getankt, sehr praktisch. Nice. Civil Protection hießen sie genau. So noch schöneres Neusprech. So, wir haben unser Bötchen. Sehr schön. Ups, das war ein Achievement gab das auch, weil das wieder nur eine normale Story ist. Also für normale Schritte der Story Erfolge verteilen ist immer so ein bisschen, finde ich ein bisschen doof, weil irgendwie war das ja kein Erfolg, wenn ich das gespielt habe. Das Durchspielen hat sich vielleicht einen Erfolg gegeben, aber für normale Teile, die man so, normale Missionsziele oder das, was man halt eh macht, finde ich schwer davon, von einem Erfolg zu sprechen. Aber gut. Sei es drum. So, mal gucken. Hier müssen wir scheinbar hin. Das Tor öffnen. Ich
Ich höre schon wieder Headcrabs. Er bleibt aber oben. Wir brauchen zwei Schüsse. Aber einen Schlag mit der Crowbar und die anderen brauchen fünf Schläge mit der Crowbar oder fünf Schüsse. Hm. Na gut. Roms. Da schlagen wir uns durch. Water Hazard. Ich würde das jetzt hier alles nicht als Wasser bezeichnen, aber gut. Hopp. Da ist ein Lambda-Symbol, da steigen wir aus. Hat uns zwar nichts gebracht an Munition, aber wir sind dem Achievement ein Stückchen näher. Ja, komm, nicht festhängen. Da oben ist auch ein Lambda-Symbol. Sehr gut. Mal gucken, wo es hier hingeht. Ja, au. Hallo, es tut doch weh. So. Eieiei, sieht aber auch schon aus, als wäre die Person etwas länger tot. Na gut, wollen wir mal gucken. Ah, hier kann man drüber. Au. Eigentlich ist das Ziel von diesen Lambda-Sachen, mir Health oder Unterstützung zu geben, nicht mehr Schaden zu machen. Andererseits sind die Fallen sicherlich auch nicht für mich gedacht gewesen. Kann man das eigentlich auch öffnen? Nee, kann man nicht. Au. So, raus da. Ja, jetzt liegt der Kram zum Wasser. Sehr gut. Kann auch von hier ins Wasser springen, wa? Ja, und Nummer 8 von 45. So, das Tor ist auch wieder zu. Beziehungsweise der Kanalausgang. Hui. So, da. Was? Der schmeißt mir Supplies auf den Kopf. Aber da ich nicht weiß, ob das nicht vielleicht auch noch ein Lambda-Teil war. Ah, guck mal, das hätten wir fast übersehen. Da geht's auch noch mal rein. Sehr gut. Was ist denn das hier? Ah, da geht's schon wieder raus. Das gab jetzt aber irgendwie nirgends ein Achievement. Wo geht's denn hier lang? Muss ich da doch weiter geradeaus? Ah. Das kann ich da schon mal eben aufladen, aber hier geht's doch nirgends sonst weiter. Sollte ich jetzt nicht 9 von 45 gleich mal irgendwie aufpoppen haben? Hm. Nein, Fotoschießen ist nicht. Au. Gut, doch, aber auch nur eins. Oh, da ist noch einer. Drei Schläge oder sechs Schüsse. Ah. Die Kraft der Crowbar ist je nach Vieh wohl etwas anders. Gut, hier scheint es dann doch kein weiteres Versteck für irgendwelche Unterstützung zu geben. Zumindest nicht über das hinaus, was wir gerade gekriegt haben. Gut, das Physikrätsel hier kenne ich auch noch. Ist relativ basic. Man will die Rampe aufrichten,
indem man für Auftrieb sorgt. Dafür setzt man die Fässer unten rein. In die Luft holen und gucken, ob es unten noch was Schickes gibt. Ist ja nicht ganz auszuschließen, aber so ein paar aufsteigende Luftblasen kann ich nicht sehen. Ja, andere Seite. Da kommen wir besser raus. So, jetzt verstehe ich allerdings das Lambda-Symbol hier nicht. Wir haben also scheinbar es mit Orten zu tun, die ein Symbol dran haben, wo nichts drin ist. Und mit Orten, wo was drin ist und wir einen Achievement-Fortschritt kriegen, wo kein Symbol dran ist. Das ist ja recht inkonsistent. Das gefällt mir nicht. Aber na gut, müssen wir womit leben. Ändern können wir es auch nicht. So. Machen wir mal unsere selbst aufgerichtete Rampe testen. Anlauf, so zu reichen. Und auf geht's. Das funktioniert sehr gut. Ich fahre natürlich gleich wieder als nächstes Stück gegen, aber prinzipiell hat es funktioniert. Oh oh, wir haben wieder neue Freunde gefunden. Wir finden die ganze Zeit neue Freunde, aber die einen sind freundlich und helfen uns, die anderen Freunde sind nicht so freundlich und schießen auf uns. Nicht. Ah, fuck. Ich wollte ihn eigentlich überfahren. Zumal da eine Kiste mit Unterstützungskrams war. War nun gut. Au. Ach, fahren wir einfach stumpf weiter. Gerade alle doch mal links und rechts. Ich will ja keine von den Lambda-Hilfen ausschlagen. Aber, ups, das war auf falscher Seite, oder? Kommen wir da drüber? Nee. Ah, die ganzen Rohre sind zu. Da gibt es überall nichts für uns. Keine Hilfe und Unterstützung an den Wegesbändern. Die Levelabschnitte sind hier jetzt auch schon größer als in Hardware 1. Die Ladezeiten dementsprechend auch länger. Aber hält sich alles im Rahmen. Ich bin ja mal gespannt, ob Half-Life 3 dann gar keine Ladescreens mehr hat, weil es alles seamless läuft oder sowas. Das wäre doch auch ein Fortschritt. Hab dich. So, da ist eine Treppe. Treppen sind immer betretenswert, erklimmenswert. Absasa. So. Okay, wollen wir mal gucken. Ich glaube, hier warten wieder einige Freunde auf uns. We now have direct confirmation of a disruptor in our midst. One who has acquired an almost messianic reputation in the minds of certain citizens. His figure is synonymous with the darkest urges of instinct, ignorance and decay. Some of the worst excesses of the Black Mesa incident have been laid directly at his feet. And yet, unsophisticated minds continue to imbue him with romantic power, giving him such dangerous poetic labels as the one free man, the opener of the way. Let me remind all citizens of the dangers of magical thinking. We have scarcely begun to climb from the dark pit of our species' evolution. Let us not slide backward into oblivion, just as we have finally begun to see the light. If you see this so-called free man, report him. Civic deeds. Just eine fiese Propaganda, alle. Von wegen Fortschritt und sowas. Dann ist es genau das Gegenteil hier. Zu dir kommen wir später noch, Junge. Reiß mal nicht so große Sprüche. Aber das war's für diese Folge. Danke fürs Zusehen und morgen geht's dann weiter in Part Nummer 3. Tschüss.